Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Marcel und in diesem Video beschäftigen wir uns mit der Open Beta von Skull & Bones. Ich habe die Open Beta gespielt, ungefähr 3 Stunden, damit ihr es nicht müsst. Beziehungsweise besser gesagt, damit ich euch sagen kann, ob sich das Spiel lohnt, ob die Kritik an dem Spiel wirklich gerechtfertigt ist, was positiv ist und was für negative Dinge mir aufgefallen sind. Und das alles schauen wir uns in diesem Video an. Fangen wir mit den positiven Dingen erstmal an. Denn wenn man kritisiert, soll man ja zuerst mit den positiven Dingen beginnen und deswegen schauen wir uns die Dinge zuerst an, die mir besonders gut gefallen haben. Und das ist zuerst, wie typisch Ubisoft, die Grafik, die Open World, die Atmosphäre. Ubisoft schafft es wie kein Zweiter, eine richtig, richtig tolle Atmosphäre zu schaffen. Das haben sie in allen Assassin's Creed Teilen vorher geschaffen und das schaffen sie auch jetzt in Skull & Bones. Wenn man dann zuerst mal über den Ozean schippert, so ein bisschen Schiffskämpfe mitnimmt, dann kriegt man sehr schnell einen Eindruck, was dieses Spiel dir vermitteln will. Wenn man dann in die erste Stadt kommt, St. Anne, das hat sofort diese Piraten-Vibes, diese Piraten-Atmosphäre. Das ist schon sehr, sehr cool gemacht und da sticht Ubisoft halt einfach heraus. Und das haben sie auch in dem Spiel richtig, richtig gut hingekriegt. Der Ozean sieht schön aus, die Open World sieht toll aus. Wenn man dort über den Ozean schippert und die Welt erkundet, das macht schon ordentlich Spaß und es ist richtig, richtig, richtig schön. Ein weiterer positiver Aspekt und auch eine zentrale Rolle in dem Spiel sind die Schiffskämpfe. Gleich am Anfang des Spiels im Tutorial wird man in die Schiffskämpfe reingeschmissen, hat dann auch gleich seinen ersten Kampf. Und da muss ich sagen, das hat mir besonders Spaß gemacht, den Gegner zu verfolgen, verschiedene Waffenarten auszuprobieren, den Gegner zu flankieren, zu bombardieren mit den Bomben. Also das macht schon ordentlich Spaß und hat auch schon einen gewissen Reiz, immer wieder in neue Kämpfe zu gehen. Das ist schon sehr, sehr cool, das haben sie sehr, sehr cool gemacht. Und dann auch die verschiedenen Schiffsarten, beziehungsweise die verschiedenen Schadensarten. Es gibt so Schiffe, die sind eher tankiger, die können mehr Schaden einstecken. Es gibt Schiffe, die machen mehr Schaden. Es gibt so Support-Schiffe. Und dahingehend ist es ganz cool, wenn die Schiffe dann im Koop-Modus so miteinander kombiniert werden. Wenn man dann mit so Freunden unterwegs ist und dann mal guckt, ob man seine Schiffe miteinander kombiniert und dann auch mal richtig große Flaggschiffe angreift. In einer guten Kombination aus Angriff und Support. Das stelle ich mir schon richtig, richtig, richtig nice vor. Des Weiteren kann man sein Schiff dann später auch sehr detailliert ausbauen. Es gibt unendlich viele Verschönerungen gefühlt, es gibt verschiedene Waffenarten, es gibt verschiedene Verschönerungen auf dem Schiff, seine Flagge, den Ausguck, die Farbe des Schiffes, das Steuerrad, kann man alles individuell designen. Und ich glaube, dann ist es auch nicht möglich, dass man irgendein Schiff auf dem Ozean sieht, was genauso aussieht wie deins, wenn man das so schön individualisieren kann, wie es hier der Fall ist. Nun, da gibt es aber auch noch ein paar negative Aspekte, die mir aufgefallen sind, die mir nicht so gut gefallen haben. Und darauf würde ich jetzt gern zu sprechen kommen. Zuallererst einmal eine negative Sache, die ja eigentlich vorher eine positive war, denn die Schiffskämpfe, die werden relativ schnell einseitig. Also ich habe nach kurzer Zeit schon irgendwie gemerkt, naja, egal was für Waffenarten man nimmt, es ist irgendwie doch irgendwie immer dasselbe. Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass ich jetzt irgendwie nach kurzer Zeit, nach 3 Stunden Spielerlebnis, irgendwie jetzt noch irgendwie was Neues erleben kann in den Schiffskämpfen. Es ist irgendwie immer sehr repetitiv, es wiederholt sich, es ist irgendwie immer das Gleiche, ob man gegen große Schiffe, gegen kleine Schiffe kämpft, ob man ein Dorf angreift, was auch immer. Also gefühlt war es für mich irgendwie nach kurzer Zeit immer wieder dasselbe und es fühlt sich sehr eintönig an. Ein Punkt noch zu den Schiffskämpfen ist zum Beispiel auch das Entern. Wenn man das gegnerische Schiff bis zu einem bestimmten Punkt Schaden zugefügt hat, dann kann man das gegnerische Schiff entern. Im ersten Moment dachte ich, oh wow, jetzt gibt es einen Schiffkampf, aber nein. Man muss versuchen, 2-3 Mal mit den Enterhaken das gegnerische Schiff zu entern. Dann gibt es eine kurze Sequenz und dann kriegt man ein bisschen mehr Loot. Das heißt, ob ich das Schiff enter oder nicht enter, der einzige Unterschied ist, ich kriege ein bisschen mehr Loot. Okay. Nach den ersten Tests wurde Ubisoft dafür schon kritisiert und dann kam die Rückmeldung, naja, wir wollen das ein bisschen ändern. Und dann kam in der Open Beta jetzt, naja, wir haben das Ganze ein bisschen interaktiver gestaltet. Ja, interaktiver heißt einfach nur, dass diese kurze Zwischensequenz kam zum Entern. Mehr wurde dann nicht geändert. Das heißt, man verlässt das Schiff auch nicht, sondern man bleibt wieder wie schon die ganze Zeit auf dem Schiff. Man entert das gegnerische Schiff, zieht das so ein bisschen heran, dann gibt es eine kurze Zwischensequenz und hat man einfach nur ein bisschen mehr Loot. Aber wirklich was verändern tut es nicht an dem Spielerlebnis. Man hat einfach nur ein bisschen mehr Loot. Mehr eigentlich nicht. Abgesehen von den Schiffskämpfen gibt es aber nicht so wirklich viel zu erleben. Das heißt, es gibt kaum Sequenzen an Land. Klar, es gibt Städte oder Dörfer, in die man gehen kann oder Unterkünfte, aber wirklich viel zu tun hat man da nicht. Es gibt so klassische Ubisoft-Außenposten oder Städte, wo dann irgendwelche NPCs stehen, irgendwelche namenlosen Händler, wie der Waffenhändler oder der Schmied oder der Schiffsbauer, wie auch immer. Aber die geben dir halt kein Gefühl von einer irgendwie lebenden Open World, sondern es sind einfach namenslose Menschen, die dort rumstehen
Ansonsten kann man das Land halt nicht begehen. Man kann nicht mit seinem Schiff irgendwo anlegen und an Land gehen, sondern das geht alles vom Schiff aus. Man verlässt das Schiff wirklich nur in den Städten, in den ausgewählten Städten, und dann kann man halt in den Städten rumlaufen, aber diese halt irgendwie nicht verlassen. Das finde ich auch ganz schön lame. Also das ganze Spiel spielt Ich irgendwie nur verstehe. auf dem Ozean oder in den kleinen Städten, wo man aber nicht wirklich viel machen kann, außer rumlaufen. Und ich habe es eben schon erwähnt, ein weiterer Kritikpunkt für mich auch die NPCs bzw. die leblosen Charaktere, mit denen man so zu tun hat. Es wirkt nämlich die ganze Zeit so, als wenn alle NPCs, die man im Laufe des Spiels trifft, irgendwie austauschbar sind. Die erzählen keine Geschichte, die sind die namenlosen Händler, die dort stehen. Es gibt den Waffenhändler, den Schiffsbauer, den Schmied, die Schneiderin. Und irgendwie ist es total austauschbar, weil die Charaktere keine Geschichte erzählen, kein Leben haben. Die haben nicht mal einen Namen. Selbst der eigene Charakter, den man erstellt hat, nicht mal einen Namen. Man guckt am Anfang in eine Pfütze, erstellt einen Charakter, wo man eine Körperform auswählen muss, wo man den Körper nicht mal sieht. Und das finde ich ein bisschen schade, das hätte man, glaube ich, besser lösen können. Aber dadurch kriegt der eigene Charakter auch kein Leben. Dann gibt man ihm nicht mal einen Namen. Das heißt, selbst der eigene Charakter ist total austauschbar und man identifiziert sich mit der Person gar nicht. Und dann wird immer wieder davon geredet, ja, Captain, und du wirst dein Piratenabenteuer. Aber es gibt keinen Charakter, mit dem man sich identifizieren kann, wo man sagt, ich möchte jetzt irgendwie so Roleplay-mäßig aufbauen und meinen eigenen Charakter erstellen und den jetzt wirklich bekannt machen und den zum Piratenfürsten, wie auch immer, ausbauen. Das Gefühl kriegt man irgendwie nicht. Und selbst die Charaktere, mit denen man in der Welt interagiert, wirken auch alle irgendwie austauschbar und haben keine Geschichte zu erzählen. Ebenso komisch wie die NPCs finde ich aber auch das Looten bzw. Schlossknacken von Schlössern oder das Aufbrechen von irgendwelchen Schiffswracks. Das heißt, man fährt an der Küste, sieht ein Schiffswrack, fährt daran, interagiert mit dem Schiffswrack und dann kommt so eine kurze Sequenz, wo man das Schloss knacken kann und da muss man dann im richtigen Bereich oder im grünen Bereich landen und die richtige Taste drücken. So, das macht man dann ein paar Mal und dann geht das Schloss auf und man kommt an den Loot vom Schiff aus. Genau das gleiche ist, wenn man zum Beispiel Holz abernten muss. Man fährt an die Küste, sieht dann da, ah, da gibt's Holz. Dann kommt ein Sägensymbol, da muss man wieder im grünen Bereich die Taste drücken und dann hat man das Holz abgeerntet vom Schiff. Hey, ich wusste nicht, dass man vom Schiff aus Holz hacken kann, aber okay. Also man verlässt das Schiff nicht, man bleibt die ganze Zeit auf dem Schiff. Dann kann man aber in den Einstellungen auswählen, ich möchte das nicht, ich möchte lieber die Sequenz überspringen und macht automatisches Looten an, beziehungsweise das automatische Abernten, wie auch immer das heißt. Aber es passiert nichts, sondern man hat wieder diese Sequenz, wo man keinen grünen Bereich hat, sondern es wird automatisch gemacht. Dann wartet man kurz und es passiert dasselbe. Also nicht, dass man irgendwie an die Küste fährt, sammelt Holz, fährt weiter, sondern es kommt trotzdem diese kurze Sequenz. Man muss dann warten, guckt sich das kurz an und fährt dann weiter. Also irgendwie wirkt es nicht so ganz stimmig. Kommen wir mal zum Fazit und ziehen mal ein kleines Resümee. Ich war mir sicher, dass ich Skull and Bones zum Release kaufen werde, beziehungsweise es auch spielen werde. Aber ich bin froh, dass ich mir die Open Beta runtergeladen habe. Denn ich habe gemerkt, meins ist es nicht. Wie gesagt, schon im Disclaimer habe ich es erklärt, das ist nur meine persönliche Meinung. Das kann natürlich jeder für sich anders sehen, aber mein Spiel ist es nicht. Ich habe mir ein Piratenabenteuer gewünscht mit einer coolen Open World. Die Open World habe ich bekommen, aber irgendwie nicht so das Piratenabenteuer, was ich mir gewünscht habe. Man kann nur vom Schiff erkunden. Und es wirkt irgendwie, als wenn Ubisoft da die Schiffskämpfe aus Black Flag nimmt und daraus ein eigenes Spiel macht. Aber ich finde, dieses Prinzip ist kein ganzes Spiel wert und füllt auch kein ganzes Spiel. Ich kann mir nicht vorstellen, das ganze Spiel nur diese Schiffskämpfe zu machen. Das ist mir einfach wirklich persönlich zu wenig Content. Da können verschiedene Schiffe kommen, da können verschiedene Gegner kommen, aber irgendwie bleibt es für mich dann doch immer wieder dasselbe und das fühle ich einfach nicht. Deswegen auch die $70 bzw. 70 € die Ubisoft da veranschlagt, finde ich auch ganz schön hart für ein Live-Service-Spiel, was weiter mit Content versorgt wird. Da könnte man vielleicht wie andere Spiele ein bisschen weniger Geld verlangen. Und dafür aber DLCs rausbringen, die ein bisschen was kosten. Aber ich verlinke euch mal unten in der Videobeschreibung oder oben in der Infobox ein Video von GameStar. Da hat nämlich die Ubisoft-CEO gesagt, dass Skull and Bones ein Quadruple-A-Spiel ist, was ich doch eine sehr gewagte These fand. Ein Quadruple-A-Spiel deswegen, weil ja die Open World so groß ist wie keine Open World zuvor. Also auf Basis der Größe der Open World zu sagen, es ist ein Quadruple-A-Spiel, weiß ich jetzt nicht, ob man dadurch den Kauf rechtfertigen kann, beziehungsweise den Preis rechtfertigen kann von $70. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Wie gesagt, da kann sich jeder seine eigene Meinung bilden. Ich wollte euch nur einen Einblick geben, wie ich das sehe. Mein Fazit ist wirklich, die 70 € ist es nicht wert, beziehungsweise 60 € auf dem PC ist es nicht wert. Ich werde es mir auf keinen Fall holen, außer es ist irgendwo im Sale. Das ist mir einfach zu wenig, was Ubisoft da geboten hat und die Spielmechanik gefällt mir nicht. Deswegen, ja, leider kein gutes Fazit von meiner Seite. Nichtsdestotrotz hoffe ich, euch hat das Video gefallen, ihr habt einen guten Einblick in das Spiel bekommen. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr weitere Videos dieser Art sehen wollt, dann lasst gerne ein Like da, kommentiert, abonniert meinen Kanal.
Ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen, als ich wünsche euch eine gute Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.